Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Daddelzeit hier mit Surviving Mars, wo ich gerade sehe, dass wir das ein oder andere kleine Problem haben. Ach, Drohnenkommandanten, das ist natürlich nicht so dolle. Aber das Problem sollten wir beheben können eigentlich. So, machen wir einfach mal hier so ein Hallöchen hin. In Form unseres mobilen Drohnen-Einsatzkommandos. So, was macht der Knabe denn? Ach, das ist der Erkunder. Wohin will der denn? Habe ich hier irgendwo eine neue Anomalie oder so? Ja, hier wird er vermutlich hin. Gut, dass ich weiß, was ich zuletzt gemacht habe. Das ist sehr erleichternd. Derweil, wir haben ja hier neue Kolonisten bekommen. Genau. Und ich habe mich mal schlau gemacht, wie das... Ist das hier schon grün geworden? Ist das... Hat sich... Ach ja, stimmt ja. Das ist ja hier so ein Aufforstungsgedöns. Yay. Das ist schon mal geil. Aber hier auch. Hat er so viel Reichweite? Ja, ach so. Der hat so viel Reichweite. Ah, finde ich geil. Es grünt langsam in unserem Lande. Da werde ich ja richtig grün vor Neid. Aber inmitten des Aufforstens quasi muss ich trotzdem auch mal langsam sehen, dass ich hier einen, genau, Edelmetallextraktor hinbaue. Das klingt nach einer Idee. Uha. Wirbeln Staub auf. Ja, das ist halt, scheiße ist das. Benötigt ein Vorkommen. Ich erkenne das Problem. Kann ich die Dinger umverlagern? Scheiße. Kann ich nicht. Ah ja. Die Dinger werde ich aber kaputt hauen müssen. So, zack. Kann ich zwar noch nicht ausschlachten, aber scheiß drauf. Ach du grüne Kacke, ey. Schön, wenn alles gut läuft, aber das tut so selten bei mir. Ich möchte nach Hause, zurück zur Erde, wo alle mich lieb haben. So, dann bauen wir eben hier mal, wo uns nicht so viel stört. Da bauen wir irgendwie eine Batterie, bauen wir da auf, dann bauen wir dort Lebenserhaltung. Oh, ich kann etwas wieder losschicken. Das sollten wir gleich machen. Das können wir auch noch reinballern und Wassertürmchen. Sehr höchst gerne. Mal kurz gucken, kann ich den hier auch so ein bisschen reingedreht machen? Ich freue mich riesig. Ja, kann ich. Dann möchte ich auch hier gerne entsprechend Rohre verlegen. Ja, das sieht doch ganz klasse aus. Das Ding muss repariert werden. Aber schleunigst. Ach, weil das defekt ist, erhält auch niemand Anweisungen. Das ist natürlich fahrlässig, grob fahrlässig. Da ist einiges zu reparieren. Ach Mensch. Ich sehe schon den Untergang kommen. Und die Treibhausgasfabrik habe ich hier so richtig bescheiden gebaut. Drohnen sind überlastet. Ja, woher das wohl kommen mag? Der hat, glaube ich, auch nur 3 Stück nur noch, oder? Nee, doch 4. 4 von maximal 8. Ich hoffe nur, dass sich das Teil hier nicht ausbreitet. Dann hätten wir nämlich ein klitzekleines Problem. Aber nur so ein ganz kleines. Derweil. Temperatur passt sich wunderbar an. Vegetation braucht noch ein kleines bisschen. Aber wir sehen zumindest was. An der Temperatur, das sehen wir ja nicht. Aber das hier. Das ist schon mal richtig cool. Können wir ja mal... War das H oder... Ja, oh, ich bin gut. Aufnahmepause gehabt und ich merke mir, wo die scheiß Forschung ist. Bam! Ich bin langsam drin im Spiel. Ich bin langsam drin. Mikroherstellung, Elektronikfabrik. Ja, das ist schon mal geil. Lagerkapazitäten erhöht. Aha. Drohnendruck.
Ja, aber dafür brauchen wir erstmal sowas wie Maschinenteilfabrik und so. Wir wollen ja eigentlich uns autark hinarbeiten. Aber ich glaube, Kälte ist nicht unser Problem derzeit. Extraktorenverstärkung. Ja, erhöht die Produktion um 25%. Aber der Stromverbrauch wird höher. Aber das ist egal. Strom kriegen wir schon hin. Die Windräder. Ach, das ist auch irgendwie verführerisch. Produktivitätsausbildung. Nee, Drohnenhubs können wir schon bauen, oder? Mal kurz gucken. Nee, das ist nur was, wo mehr Drohnen pro Hub sind. Da, Drohnenhub kann ich tatsächlich bauen. Das ist gut. Nein. Ach, wir haben hier schon noch einiges auf Tasch. Okay. Oh, ich weiß nicht, ob wir dann langsam das angehen oder ob wir tatsächlich sagen, intelligente Häuser sind auch schön. Auch wenn ich nicht mag, wenn Häuser schlauer sind als ich. Gehört zwar nicht so viel dazu, aber ne? Ich meine ja nur. Batteriekapazität von Drohnen erhöht. Funktionelle Nutzpflanzen. Genau, Pflanzen. Das erinnert mich an etwas. Sauerstofferzeugung um 50% erhöht. Och, das klingt ja eigentlich richtig töfte. Das nehmen wir. Und wir können was auslagern. Mal kurz gucken, was machen wir denn mit Auslagerung? Auslagern. Wir haben ja ein bisschen Geld. Komm, wir müssen unsere Forschung voranbringen. Wir machen hier so richtig on point hier. Go, go, go. Wir können es uns leisten, zwar eigentlich nicht, aber egal. Ich sag's zumindest gerne. So, und hier haben wir Metalle, die wollen wir ganz gerne hier. Wo ist denn unser Wir haben hier keine Metalllager. Okay, das muss geändert werden. Wir bauen ein Metalllager. Hab ich beschlossen, Q-Idee und so. Research complete. Ja, Erde-Mars-Initiative. Erhöht die Forschung durch den Sponsor um 100, können wir verdammt gut gebrauchen. Es läuft langsam. So, was braucht es dafür? Erzeugt Polymere, das können wir, glaube ich, auch ganz gut gebrauchen schon mal. Ach, das muss hier reingebaut werden, ne? Oder wie, oder was? Oder, nee, gar nicht mal. Es muss nur irgendwo in der Nähe sein. Aber das ist nicht unser Problem. Das kriegen wir hin. Wir müssen das nur hier ans Stromnetz anbauen. Bei... Naja, da wird das ja gleich kaputt, ne? Das wollen wir nicht. Nee. Palais und sowas ist nicht. Wo bauen wir das denn am besten hin? Das ist jetzt die Frage. Polymerfabrik. Polymer oder weniger? Es muss hier natürlich in Reichweite sein. Das ist natürlich etwas doof. Ah, das kriegen wir hin. Das kriegen wir alles hin. Nochmal. Hier dann. Bauen wir dann einfach mal. Hier hin, da stört es, glaube ich, niemanden. Da können wir vielleicht allgemein noch ein bisschen Zeugs ranbasteln. Und dann sieht das Ganze auch wieder gut aus. So, machen wir mal so. Zack, geliebens. Und. Lebenserhaltung. Auch nochmal hier. Zack, geliebens. Und dann sieht die Welt schon so richtig frisch und überhaupt aus. Können wir Theo praktisch auch noch? Ja, warum nicht? Bauen wir noch mal hier irgendwo eine Stromversorgung gerne hin. Und dann einen Drohnenhub. Ich brauche einen Drohnenhub. Ist das hier Infrastruktur? Ja, aber sowas von. Der kommt einfach mal frech hier hin. Und jetzt kommt das, was ich eigentlich für die Kuppel bauen wollte. So. Irgendwann schaffe ich es. Nee, wo war's? Ich weiß es doch nicht.
Ah, Lebenserhaltung. Wisst ihr Bescheid? Eine Ranch. Dann brauchen wir hier nicht so viel von dem Zeugs hier quasi. Dann sind wir, glaube ich, vorerst gut ausgestattet. So, Bulimia-Fabrik haben wir auch. Dann, ach, da kann ich das eigentlich abbauen. Das dürfte dann nicht mehr nötig sein, wenn, sobald ich das zumindest gebaut habe. Was braucht das überhaupt? Ich weiß es doch nicht. Und eine Rakete. Ach, die eine ist angekommen und das Freundchen muss erst noch betankt werden. Sollte aber an und für sich nicht das große Problem sein. Kurz gucken, kommt hier und kommt dahin. Haben wir hier ein Treibstofflager? Natürlich nicht. Wäre auch zu schön. Bauen wir aber einfach mal hin, ne? Lager und Universallager nicht, sondern hier so irgendwie Gedöns. Ja, das sieht gut aus. Ah ja. Hier wollte ich doch auch irgendwo... Ach, da habe ich noch sowas. Ein Metalldepot. Bauen wir das einfach mal hier hin. Entladen, perfekt. Weil er da auch nichts anderes tun könnte. So, die Wasserressource, ja, ein bisschen hat sie noch. Die Betonressource ist wieder eine andere Sache. Aber ist auch noch was vorhanden. Es könnte schlimmer sein. So, dann würde ich ganz gerne mal hier vielleicht noch ein bisschen ausbauen und dann Windräder vielleicht mal, oder? Ach nee, die sind so von der Instandhaltung ein bisschen eklig. Ach, Herr Jemine. Mal sehen. Doch eher das hier, bevor wir das irgendwann abändern. Hey! Da habe ich die Taste vergessen zu drücken. Auch wenn ich das allgemein recht gut hinbekomme, ab und an unterläuft mir noch so ein kleiner Lapsus. Oh, ich mag das Wort Lapsus. Hä? Hier will ich aber nicht. So, dann haben wir hier auf jeden Fall auch nochmal eine zusätzliche Batterie. Das ist gar nicht mal so schlecht. Was sagt die Polymerfabrik? Oh, wir haben zu viele Baustellen gerade. Wir haben da Baustelle, wir haben da Baustelle, wir haben da Baustelle. Aber soll mir niemand sagen, ich würde hier nicht aktiv Dinge tun. Durchschnittlich so und so viel. Können wir auch nochmal hier gerne was hinbauen. Hier durchschnittlich, da durchschnittlich. Joa, kann man mögen, muss man nicht. Aber apropos mögen, ich mag jetzt gerne nochmal ein bisschen Metall abbauen. Genau. Mal kurz gucken, gibt es hier eine neue... Eischwei. Heilige Bimam, da werde ich auch nochmal eine dicke Kuppel hinbauen. Hier auch wegen der Forschung. Aber leck. Mio, das ist geil. Wasser ist auch in der Nähe. Was wollen wir mehr? Also, das ist ja dieses ganz fette Wasservorkommen. Da muss eigentlich eine Kuppel hin in der Nähe. Problem macht eher das Zeug hier. Das könnte sich noch richtig als Problem erweisen. So, fahren wir einfach mal mit dem Wagen da ein bisschen hin. Weil wir es können. Das war Forschungsboost 10%, ist geil. Das hier, sehr hohes Wasservorkommen, 20.000, ich finde das noch immer so geil. Und hier haben wir niedrig, niedrig, durchschnittlich, okay. Da wird sehr viel Müll, glaube ich, entstehen. Eintreffender Meteorit. Gibt es da ein Forschungsgedöns? Nee, offenbar nicht. Schade.
Da ist nicht mal ein Stein stecken geblieben. Hier haben wir aber. Das ist ja richtig gut. Die Daten, die vor Ort gesammelt wurden, bestätigen unsere Theorie über das Verhalten der elektrisch geladenen Staubteufel. Die Wissenschaft kennt die Ursachen gewaltiger Stürme, Monsunen und Tornados auf der Erde. Trotzdem bewundern wir immer wieder die Urgewalten, die vor unseren Augen freigesetzt werden. Dasselbe gilt für die elektrostatischen Staubstürme auf dem Mars. Unsere Wissenschaftler haben bereits ein gut funktionierendes Modell für das Verhalten dieser seltsamen Wetteranomalien auf dem roten Planeten und jetzt können wir dieses Modell sogar noch weiter verbessern. Die aktuelle Expedition ist abgeschlossen und wir können ihre Theorie bestätigen. Dennoch bezweifle ich, dass deshalb jemand die Ehrfurcht vor Staubstürmen verlieren wird. Erhalte 2000 Forschung. Booyah! Ach, ich bin glücklich. Drohnendruck, was haben wir denn hier? Allgemeine Ausbildung. Kolonisten ohne ordentliche Spezialisierung unterliegen einer geringeren Arbeitseinbußen. Das klingt an und für sich ganz gut. Mars-Universität, ja, davon sind wir noch etwas entfernt. Ah, hier, Mars-Treibhaus. Wäre gut, wenn wir die selbst bauen können, glaube ich. Ja, komm. Oh, das ist aber teuer. Da ist sowas schon ein bisschen simpler. Noch immer die Mikroherstellung. Wir brauchen eigentlich diese Art Gebäude. Ach, von Steve Wozniak. Ich hoffe, dass später irgendwo steht, dass ich gute Computer entwickelt habe. Ah, vielleicht ja in Surviving Mars. Das können wir auch schon mal draufpacken. Ja, haben wir noch Auslagerung der Forschung? Offenbar ja. Ist gut, das mag ich. Da wird noch einiges geforscht in den nächsten Tagen, glaube ich. So, nur noch hier muss repariert werden. Ansonsten sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Ah, da kommt aber auch kein Gedöns hin. Das ist natürlich unglücklich. Das hier, da können wir einfach mal sagen, ich heb ab, nichts hält mich am Boden. Lalalala. Da wird auch gebaut. Was sagt die Polymerfabrik? Die wird bald gebaut. Yes, das mag ich. Es geht alles auf jeden Fall in die richtige Richtung. Jetzt müssen wir nur noch sehen, bauen wir hier schon unsere nächste Kolonie oder bauen wir erstmal hier. Ich meine, da können wir auch in der Nähe bauen. Ja, da müssen wir nur aufpassen, weil hier auch gerne mal was hochbrodelt. Das könnte uns irgendwie zum Verhängnis werden. Was für Kuppeln haben wir zur Verfügung? Wir haben die Zylinderkuppel, die etwas mehr Platz, glaube ich, bringen. Ah, aber keine Spitze. Dann würde ich doch eher zur Standardkuppel tendieren, oder? Wir können ja auch hier erstmal. Na komm, dann ist der Weg nicht so weit. Zu weit von funktionierenden Drohnenkommandanten. Das macht nichts, ja. Da kriegen wir was hin. Hier haben wir ja sowieso die Leitungen. Durchschnittlich, ja, dann kriegen wir auch nochmal zusätzlichen Beton. Ich mag's jetzt schon. Dann können wir doch eigentlich eine Rakete mal losschicken. Ich möchte noch eine geile Frachtrakete haben. Und zwar eine, die mir mitbringt. Was soll sie denn, oder? Warte mal. Wie viel Platz haben wir hier noch? Bisschen. Wir können also theoretisch auch eine Passagierrakete erst nochmal lossenden. Passende Bewerber. Haben wir 16 Stück. Darunter zwei Wissenschaftler. Das ist ja mal geil. 7 ohne Spezialisierung. 2 Ingenieure. 1 Mediziner. Ja, warum nicht? Wir schicken eine Rakete nochmal los. Habe ich beschlossen. Kraft meines mir selbst verliehenen Amtes. Dann brauchen wir nochmal. Ach du Scheiße. Uns werden bald die Maschinenteile knapp, wenn es so weitergeht. So, dann mal kurz gucken.
Hier hätten wir noch die absolute Kontrolle, ja. Wo ist denn hier unser mobiles Einsatzzentrum? Ach, hier wird noch gebaut, ja. Das bedeutet, wir brauchen unseren Erkunder eigentlich weniger, sondern den Transporter. Ach, ich erkenne das Problemchen. Wir müssen erstmal Teile rüberkarren. Ja, es ist nicht einfach, auf dem Mars zurechtzukommen. Aber wir machen das schon. Warte mal, ist das jetzt schon gleich alles? So, lassen wir ihn ein bisschen plöpp, plöpp, plöpp hier machen. Und kaputt ist das Ding und wir können ihn in diese Richtung schicken, um seine wertvolle Fracht zu entladen. Ja, und hier brodelt es wieder hoch. Und das könnte auch massive Verschmutzung verursachen, ich weiß es nicht. Könnte sein, muss aber nicht. Aber für heute beenden wir doch mal die Folge und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir vielleicht die zweite Kuppel uns genauer anschauen. Bis dahin allerdings, ciao, ciao allerseits.